Schönen guten Abend zu unserem heutigen Webinar Radaktiv, einem Handlungsleitfaden zur Gewinnung von Nicht-Radfahrenden für den Radverkehr. Ich freue mich sehr, dass sich wieder so viele Leute Jetzt angemeldet höre haben ich zu dich gar nicht mehr, unserem leider. Webinarprogramm. Wir kämpfen gerade noch mit technischen Schwierigkeiten seitens der Referentin. Wir hoffen, dass das jetzt behoben werden kann. Ich überbrücke mal noch ein, zwei Minuten. Dann kann unsere Referentin noch schauen, was sie vielleicht verbessern kann. Da gibt es Probleme mit der Internetverbindung anscheinend. Das ist sehr schade. Hoffen, dass das aber gleich behoben werden kann. Ja, viele Anmeldungen sind wieder da. Das Thema Radverkehr trifft immer auf großes Interesse bei uns in unserer Community, in unserem Verteiler. Es freut mich sehr. Wir haben überwiegend Kommunalos und Kommunalas unter euch im Auditorium. Ich sage immer ein bisschen dazu, wer denn so anwesend ist, unter den BesucherInnen, denn wenn wir in einem Raum sitzen würden, dann würde man sich ja auch irgendwie sehen und kennenlernen können. Das geht hier natürlich leider nicht, aber deswegen sage ich es dazu. Zum einen darf ich begrüßen unseren ehemaligen grünen Landesvorsitzenden, den Eike Halitzki. Herzlich willkommen hier. Ganz, ganz viele Kommunalos und Kommunalas, wie gesagt. Das ist ja auch genau die Zielgruppe sozusagen für den heutigen Abend und für den heutigen Input, den wir gleich hören werden. Um zu sehen, wie kann man vor Ort anpacken, welche Informationen liefert uns die Wissenschaft, welche Anregungen, um Radverkehr vor Ort zu verbessern. Dann sind natürlich auch VertreterInnen des Landesarbeitsgemeinschaft Verkehr der Grünen da und etliche Verbände. Ich greife heraus namentlich den Vorsitzenden Bernd Slucker vom Verkehrsclub Deutschland in Bayern und auch vom ADFC, vom Fahrradclub. ADFC Bayern ist die Bernadette Felsch da, die Landesvorsitzende und die Landesgeschäftsführerin Petra Husemann-Röf, die uns zusammen mit MitstreiterInnen ja letzte Woche erst ein total spannendes Webinar zum Thema fahrradfreundliche Arbeitgeber gegeben hat. Außerdem haben wir noch VertreterInnen der Presse, einiger Unternehmen und einiger Stadtwerke. Herzlich willkommen alle bei uns am Abend. Ich sage kurz, wie der Ablauf geplant ist. Wir machen wieder eine Stunde, nicht länger. Selbst wenn Fragen unbeantwortet bleiben sollten, hören wir circa um 19 Uhr plus minus auf. Wir halten das Format, wie gesagt, immer kompakt. Diejenigen, die schon öfter dabei waren, die kennen das ja. So, dann ist noch zu sagen, dass wir jetzt dann gleich den Gastvortrag heute Abend hören werden und danach, währenddessen schon könnt ihr Fragen eingeben. Vielleicht bevor ihr jetzt gleich sofort losschreibt mit Fragen, wartet erstmal wieder, was der Input ist, könnt dann aber auch während dem Vortrag schon erste Fragen reingeben. Und zwar schreibt ihr die in dieses Fragebox, in dieses Fragetool, das euch hier seitlich eingeblendet wird. Jedenfalls nehme ich an, dass es bei euch auch seitlich ist wie bei mir. Man kann es auch rumschieben. Und da gibt es einen Punkt Fragen und in den könnt ihr eure Fragen stellen oder auch eure Kommentare gegebenenfalls. Manches werden wir vielleicht gleich bei direkt beantworten. Sind, die sich an uns richten. Ansonsten wird danach die Fragen der Fabian, mein Mitarbeiter, den ich schon mal herzlich willkommen heiße und danke für die gute Vorbereitung, wird die Fragen ordnen und ein bisschen sortieren, ein bisschen strukturieren, dass wir nicht so wild herumspringen und die Fragen herausgreifen, wenn wir nicht alle beantworten können, die wahrscheinlich für das gesamte Auditorium am interessantesten sind. Ja, das war es eigentlich auch schon an Vorrede. Dann darf ich jetzt die Referentin des heutigen Abends vorstellen, nämlich Professor Dr. Henrike Rau. Sie ist Professorin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, nämlich an der Fakultät für Geowissenschaften und Department oder Departement, ich weiß gar nicht, wie das heutzutage heißt, wahrscheinlich Englisch, Department für Geographie. Und dort hat sie eine ganz spannende Sache entwickelt, die ich neulich, Henrike und ich, wir kennen uns schon lang. Und neulich habe ich einen Newsletter von ihr bekommen und gesehen, dass sie ein total spannendes ja, Werk oder Studie erstellt hat, die sie uns heute zeigen wird. Und die heißt eben Radaktiv und zeigt sozialwissenschaftliche Erkenntnisse zur Gewinnung von Nichtradlerinnen. Und da haben wir gedacht, das klingt ja total spannend, weil damit schlagen wir uns in der Politik ja permanent herum. Wie können wir den Radverkehrsanteil erheben? Anheben, wie können wir mehr Menschen gewinnen, sich auf den Sattel zu schwingen und das Auto stehen zu lassen und damit was für den Klimaschutz, aber auch für die Gesundheit und die Lebensqualität vor Ort zu tun. Und da haben wir gedacht, es ist doch hochinteressant zu hören, was sagt denn die Wissenschaft dazu, wenn sie sich damit ja eben in dieser Studie beschäftigt hat. So, und damit bin ich am Ende
der Einleitung angekommen und hoffe, etwas Zeit gewonnen zu haben für dich, liebe Henrike, jetzt vielleicht die technischen Probleme zu lösen. Ich hoffe, dass es jetzt klappt und übergebe dir das Wort. Herzlichen Dank für die einführenden Worte. Ich freue mich sehr, hier heute dabei zu sein bei diesem GRIPS-Webinar. Ich danke dir, Markus, dass du gleich auf unsere Rundmail zum Thema Radaktiv reagiert hast und mich hier eingeladen hast. Und da würde ich jetzt gerne also mal das Projekt etwas genauer vorstellen und habe natürlich auch im Anbetracht des Publikums hier ganz konkret auch Vorschläge, wie man also die wissenschaftlichen Erkenntnisse von uns auch in Taten umsetzen kann. Und da würde ich gerne einiges auch dazu loswerden heute. Also wie schon bereits angekündigt, geht es heute um das Projekt Radaktiv, sozialwissenschaftliche Erkenntnisse zur Gewinnung von Nichtradfahrenden. Vielleicht erstmal eingangs, das ist also nicht nur eine Arbeit von mir selbst, sondern ich hatte natürlich ein ganzes Team, was mit mir hier zusammengearbeitet hat. Hier haben Sie also auch nochmal meine Kolleginnen und Kollegen vom Radaktiv-Team kurz vorgestellt. Und wie schon bereits erwähnt, wir sind also alle am Department für Geografie angesiedelt in der Fakultät für Geowissenschaften und machen schon seit einigen Jahren ganz aktiv Radverkehrsforschung. Hier mal kurz eine Übersicht über den Vortrag heute, dass Sie mal wissen, was Sie hier erwartet. Erstmal kurz ein paar einführende Worte zum Thema, dann eine Projektübersicht zu dem Radaktiv-Projekt und dann natürlich für viele ganz relevant, hoffentlich, Ergebnisse, wie man also nicht radfahrende Personen, die also derzeit selten oder nie zum Radfahren tendieren, identifizieren, verstehen und auch ansprechen kann. Das ist ja tatsächlich ein sehr interessantes und relevantes Thema. Und zum dann natürlich die Diskussion im Sinne, dass Fragen gestellt werden können und ich versuche, die dann nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Zunächst einige einführende Worte. Natürlich ist die Erhöhung des Fahrradanteils am Modal Split ein Ziel zahlreicher lokaler, regionaler und nationaler Verkehrsstrategien und Pläne. Das wissen Sie alle sehr gut. Deswegen sind Sie ja, denke ich, auch heute hier bei diesem Webinar dabei. Und natürlich auch im lokalen Kontext. Hier gibt es sehr viele verschiedene Versuche, Initiativen, Anstrengungen, das Ausbaupotenzial tatsächlich zu erreichen. Gleichzeitig ist natürlich die Gemengelage auch sehr interessant für uns aus sozialwissenschaftlicher Perspektive. Es sind verschiedene Akteure und Akteurinnen mit teilweise sehr gegensätzlichen Interessen an diesen Ausbauplänen und an diesen Versuchen beteiligt. Da geht es auch immer wieder natürlich die politische Dimension hier ins Auge zu fassen. Was uns noch sehr wichtig ist, das betonen wir regelmäßig auch im Rahmen unserer Projekte, dass man bei diesen Versuchen grüne Verkehrspolitik in die Praxis umzusetzen, immer auf eine Verknüpfung von Infrastruktur und Verhaltensänderungsmaßnahmen zurückgreifen sollte. Und das ist genau bei Radaktiv ein zentrales Thema gewesen. Also wie kann man zum Beispiel Nichtradfahrende, die also selten oder nie Fahrrad fahren, aktivieren? Was gibt es da für Möglichkeiten, was gibt es für Potenziale? Und das ist uns besonders wichtig, da ja auch oft zum Beispiel bei Infrastrukturmaßnahmen eher an die bereits radfahrende Bevölkerung gedacht wird und die Nichtradfahrenden, die also aus ganz verschiedenen Gründen nicht zum Rad greifen bisher, seltener bedacht werden. Und das war für uns ein Anliegen, das hier auch nochmal explizit in das Projekt einfließen zu lassen. Dieses Projekt Radaktiv wurde durch das damals noch BMVI unter dem NRVP 2020 finanziert und hat auch einen starken nationalen Fokus. Also wir haben hier Daten für ganz Deutschland gesammelt. Zu den Methoden nur kurz. Wir haben also einen Methodenmix angewandt. Wir haben Interviews durchgeführt, eine deutschlandweite Befragung mittels einer repräsentativen Stichprobe und auch Expertinnen-Workshops. Vielleicht erstmal die Ausgangslage. Ganz wichtig ist, dass ja Radfahrende in der Literatur, in der Wissenschaft vielfach untersucht und auch klassifiziert wurden. Und oft sehr undifferenzierte Betrachtungen zu finden. Das war für uns also auch eine wichtige Forschungslücke. Also nicht Radfahrende, Gründe, deren Motivation werden nur selten in der Literatur behandelt. Also eine klassische Forschungslücke, die wir versucht haben, durch das Radaktiv-Projekt zu schließen. Und auch ganz wichtig, was uns sehr schnell auch bewusst geworden ist und aufgefallen ist, dass die bisherige Radverkehrsforschung nur bedingt anwendbar ist auf Nichtradfahrende.
Das sieht man zum Beispiel sehr schön im Bereich Verkehrssicherheit für Radfahrende. Da sind also oft Themen angesprochen und auch Erkenntnisse präsentiert, die sich nur ganz begrenzt auf Nichtradfahrende übertragen lassen. Wir haben also hier versucht, ein innovatives Konzept zur Erforschung von Nichtradfahrenden zu liefern. Hier haben Sie mal das Gesamtziel des Projektes dargestellt, also die Aktivierung von Nichtradfahrenden zur Erhöhung des Fahrradanteils am Modal Split und auch zur Förderung nachhaltiger Mobilität, war also das übergeordnete Ziel. Und hier nochmal die Aufsplittung dann auch auf der einen Seite wissenschaftliche Ziele, die wir verfolgt haben, also eine Typisierung von Nichtradfahrenden und dann typspezifische Chancen und Barrieren zu identifizieren und natürlich dann dadurch auch eine Basis für planungspraktische Aspekte zu liefern und dann auf der anderen Seite die planungspraktischen Ziele, wo es also auch konkret darum ging, bestehende Maßnahmen zu klassifizieren, dann zu schauen, welche passen auf welchen Typen, wo gibt es denn vielleicht auch vielversprechende Maßnahmen, die man also auch zur Aktivierung von Nichtradfahrenden nutzen kann. Vielleicht für Sie noch mal kurz, dass auch man, was die Methodik angeht, dass das hier auch sehr transparent ist, damit Sie wissen, wie wir also unsere Erkenntnisergebnisse generiert haben. Hatten wir also drei verschiedene Module. Das erste Modul, da ging es um Barrieren der Fahrradnutzung. Da haben wir uns also stark auf die bestehende Literatur konzentriert, Gespräche mit Expertinnen geführt und auch Interviews mit Nichtradfahrenden, um erstmal überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, was denn Leute vom Fahrradfahren abhält. Und das haben wir dann insgesamt übertragen in eine deutschlandweite Befragung umgestellt und insgesamt dann über 5000 Personen, Fahrradfahrende und Nichtradfahrende befragt, um eben diese Typologie der Nichtradfahrenden zu entwickeln. Und zum Schluss eben auch die Frage, inwieweit sind denn bestehende Maßnahmen geeignet, um Nichtradfahrende zu aktivieren und zu animieren, zum Rad zu greifen. Und da haben wir dann auch diese Erkenntnis aus dem Modul 3 in einen Handlungsleitfaden einfließen lassen. Und ich werde Ihnen zum Ende des Vortrags auch nochmal den Link zum Handlungsleitfaden mit zukommen lassen. Hier sind die drei Kernfragen, die ich eigentlich heute hier auch gerne mal beantworten möchte. Wer sind denn eigentlich Nichtradfahrende und welche Typen gibt es? Wie wird das Nichtradfahren durch besondere Lebensereignisse auch beeinflusst? Also man ist ja nicht unbedingt ein Leben lang ein Nichtradfahrer oder Nichtradfahrerin. Da kann es also auch entscheidende Lebensereignisse geben, die eben dazu beitragen, dass man das Radfahren sein lässt bzw. wieder aufnimmt. Und ganz konkret auch, wie kann man also Maßnahmen entwickeln, um Nichtradfahrende zu aktivieren? Vielleicht nochmal auch eine Überlegung, wie kann man es denn angehen? Was sind denn die Faktoren, die man hier verstehen muss, wenn man sagt, ja, wir wollen also wissenschaftlich unterfütterte Aktivierungsprogramme entwickeln, Handlungsoptionen entwickeln? Da können wir also hier mal schön sehen, dass es natürlich eine ganze Bandbreite von verschiedenen Faktoren sind, die hier eine große Rolle spielen. Also zum einen natürlich die, wir nennen sie intrapersonellen Faktoren, also die Person selbst betreffend, welchen Erwerbsstatus hat die Person? Ist die Person motiviert? Gibt es da subjektive Normen, die für oder gegen das Radfahren sprechen? Welche Einstellung haben die Personen? Sind die überhaupt in der Lage, Fahrrad zu fahren? Es gibt ja immer noch einen beachtlichen Anteil der Bevölkerung, die sich schwer tun mit dem Radfahren. Das muss man auch anerkennen, dass es also durchaus auch Personen gibt, die kaum Radfahren können, nur begrenzt Fahrradfähigkeiten haben und natürlich auch ganz wichtig die körperliche Verfassung. Dann kommt es zur zweiten Kategorie der interpersonellen Faktoren, also soziale und kulturelle Normen, auch Stereotype innerhalb von Gruppen. Zum Beispiel ist Radfahren hoch angesehen, ist das eher ein Verkehrsmittel, was stiefmütterlich behandelt wird oder auch ablehnend behandelt wird. Gibt es Gruppenzwang zum Radfahren oder in Richtung anderer Verkehrsmittel? Das sind also wichtige Faktoren, die auch hier im Radaktivprojekt eine große Rolle gespielt haben. Und natürlich dann schlussendlich auch die strukturellen Faktoren und Wahrnehmungen. Und da ist die Infrastruktur besonders relevant. Also wie wird die wahrgenommen zum einen von Personen, aber auch was sind denn objektiv die Bedingungen vor Ort? Ist es eine gute Radverkehrsinfrastruktur? Gibt es Lücken? Werden auch bestimmte Sicherheitsaspekte immer wieder zum Beispiel in der lokalen Presse besprochen? Wenn ja, positiv oder negativ? Wie sieht es mit der Verfügbarkeit aus, auch von Fahrrädern an sich? Und in diesem Dreiklang der Faktoren kommt dann also von unten nochmal ein ganz wichtiger Punkt, nämlich dass es bestimmte Lebensereignisse und sogenannte Mobilitätsmeilensteine im Leben von Menschen geben kann, die also diese Faktoren beeinflussen.
dann können Sie dran denken, was passiert, wenn Sie umziehen. Ja, innerhalb einer Stadt, zwischen Städten, vielleicht vom Stadtgebiet aufs Land umgedreht. Was passiert vielleicht auch, wenn Sie zum Beispiel einen Neueinkömmling in der Familie haben, also ein kleines Kind, was Sie jetzt plötzlich transportieren müssen? Wie kann sich das eben auf diese verschiedenen Aspekte auswirken? Und auf der Seite der sogenannten Mobilitätsmeilensteine eben die Frage, was passiert, wenn man Radler war als Jugendlicher und dann den Führerschein ablegt und vielleicht auch ein Auto geschenkt bekommt oder das erste Auto kauft. Was passiert dann mit den Radfahrpraktiken? Also diese wichtigen Ereignisse spielen auch eine große Rolle. Und all das haben wir also versucht, im Radaktiv-Projekt auch zu betrachten. Jetzt aber zu den Ergebnissen. Sie sind bestimmt schon ganz gespannt. Wer sind denn die Nichtradfahrenden? Also prinzipiell erstmal ist die Gruppe der Nichtradfahrenden eher weiblich. Also wir haben hier 55,3% in unserer Stichprobe feststellen können. Häufiger in älteren Bevölkerungsgruppen. Interessanterweise sehr geringe Stadt-Land-Unterschiede zu verzeichnen. Das hat uns überrascht, aber die Datenlage hat das so vorgeschlagen. Also kaum Unterschiede zwischen Stadt und Land. Ganz wichtig, Fahrradbesitz ist sehr gering in der Gruppe der Nichtradfahrenden. Über 60% sind also ohne Fahrrad bzw. ohne fahrtüchtiges Fahrrad. Und ganz wichtig, der letzte Punkt, wir konnten feststellen, dass viele Nichtradfahrende aus fahrradfernen Umfeldern stammen. Also das soziale Umfeld vieler Nichtradfahrenden, die Familie, der Freundeskreis, Kollegen und Kollegen sind also oft auch dem Fahrrad wenig zugetan. Und wir haben das also unter diesem Begriff fahrradferne Umfelder zusammengefasst. Hier mal einige Übersichten. Zunächst mal der Einstieg, wie bereits erwähnt, sind sie ganz deutliche Unterschiede, was den Fahrradbesitz angeht, zwischen der Radfahrergruppe in unserer Stichprobe und der Nichtradfahrenden-Gruppe. Also ganz große Unterschiede und was also nicht nur, dass kein Fahrrad vorhanden ist, sondern dass eben auch ein bestimmtes Segment ein Fahrrad zwar im Keller hat, das aber repariert werden muss. Also da ist die Fahrtüchtigkeit nicht garantiert. Ganz wichtiger Punkt. Da kann man schon erkennen, dass also hier eine erste Maßnahme die Möglichkeit wäre, also Fahrräder mehr zur Verfügung zu stellen, vielleicht durch Sharing-Angebote und eben auch Reparaturmöglichkeiten hier gegebenenfalls anzubieten. Die nächste Grafik finde ich auch persönlich sehr interessant, immer wieder. Wir haben also Fragen gestellt, wofür eignet sich denn das Fahrrad überhaupt? Eignet es sich für den Arbeitsweg? Eignet es sich für Einkäufe und Besorgungen, eignet es sich für Freizeitwege. Und da sehen Sie hier ganz schön an den roten und grünen Segmenten, dass es also hier ganz starke Unterschiede zwischen den Radfahrern auf der einen Seite, den auf der rechten, auf der linken Seite von mir aus gesehen, und den Nichtradfahrenden auf der anderen Seite gibt. Also gerade was den Arbeitsweg angeht, da sehen Sie sehr deutlich, gibt es also ganz starke Unterschiede, was die Zweckmäßigkeit des Fahrrads angeht. Die Nichtradfahrenden sehen also oft das Fahrrad nicht als zweckmäßiges Verkehrsmittel an, weder für den Arbeitsweg noch für Einkäufe und Besorgungen. Nur im Bereich Freizeitwege gleicht sich das ungefähr wieder aus. Ja, das ist also ein ganz wichtiger Punkt, auch für Handlungsoptionen. Hier müsste man halt schauen, inwieweit man die Zweckmäßigkeit des Fahrrads für Arbeits- und Besorgungswege stärker in den Vordergrund rücken kann und Leute davon auch überzeugen kann, dass es möglich ist, zur Arbeit zu fahren, dass es möglich ist, auch größere Gegenstände einzukaufen und die dann sicher mit dem Rad nach Hause befördern zu können. Hier also auch nochmal eine Grafik. Also nicht Radfahrende stammen gefahren wird. Das überträgt sich also über verschiedene Generationen hinweg, diese Gewohnheit des Nichtradfahrens. Der Radfahrer, Nichtradfahrende, da haben wir also insgesamt drei Gruppen.
Bist du auch noch stumm, Markus? Wir bitten die Genau, danke Tonprobleme zu Fabian. entschuldigen. Der Ton ist abgebrochen, Henrike. Wir hören dich nicht mehr. Vielleicht siehst du mein Handzeichen. Möglicherweise wird es besser, wenn du deine Videokamera ausmachst. Das ist schlecht. Dann müssen wir mal versuchen, die Henrike zu verständigen. Fabian, nimmst du mal, versuchst mal über das Handy Kontakt aufzunehmen, bitte. Mache ich. Ah, jetzt hat sie die Kamera ausgemacht, offensichtlich mitbekommen, dass es Schwierigkeiten gibt und meine Empfehlung gehört. Wir hören die Henrike nur leider immer noch nicht. Gegebenenfalls müsste sie sich per Telefon einwählen. Es gibt eine Telefoneinwahl auch. Oder sie ist jetzt ganz rausgeflogen. Das könnte auch sein. Tut mir sehr leid, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Bitte einen Moment Geduld. Kann sich einmal ein Glas Wasser holen oder ein Getränk. Machen wir mal eine kurze Pause von 2 Minuten. Vielleicht ist es bis dahin geklärt. Genau, und erreichen Aufmunterungen. Vielen Dank dafür, dass technische Probleme vorkommen können bei einem Webinar. So ist es. Wir haben bisher immer sehr viel Glück gehabt. Bis jetzt war noch so gut wie keine Panne. Oder ich habe sie verdrängt. Das kann auch sein. Aber ich erinnere mich gerade an keine. Jetzt haben wir mal eine. Das kann passieren. Ich schaue mir mal so lange die Fragen an. Vielleicht ist da schon irgendetwas, was man vorziehen kann, was man aufgreifen könnte vorab. Moment. Ja, jetzt haben wir es wieder. Aha, ich höre wieder die Henrike. Ja, kleinen Moment, ich mache meinen Kopfhörer wieder rein. Entschuldigung. Ja, wir haben Ja. hier leider technische Probleme. Ich höre jetzt aber wieder Markus. Ich höre dich wieder gut. Gut, ich Ja, dich auch. Das heißt, ja. wir alle hören dich wieder gut und es wieder Ich höre sehr dich auch, klar. Markus. Und ich mache mal meine Webcam jetzt aus. Das tut mir leid, aber ich glaube, das dient der Übertragung. Genau, aber Henrike, wir sehen deine Präsentation noch nicht. Und das Letzte, was wir gehört haben, war die Folie Umfeld. Ja, die Okay, müsstest du nochmal dann beginnen teile ich meinen Bildschirm vorzustellen. wieder mit der Präsentation und wir schauen, ob es weitergeht. Nein, den sehen wir noch nicht. Mache ich. Mache ich. Ja, mache Gut. ich. Gerne. Ich probiere es nochmal. Ja, tut mir Aha, sehr leid, genau. dass irgendwie ist die Ja. Verbindung nicht optimal. Aber wir probieren es nochmal. Ja. Kein Stress, kein Wie Stress. bitte? Kein Stress. Jetzt, ja, wunderbar. Mit Umfeld bitte weitermachen. Jetzt. War das die letzte Folie, die man noch hören konnte, oder? Nein, Umfeld war die letzte. Umfeld. Dann war ich, ja, das ist in Ordnung. Ich bin dann nur zu der nächsten Folie übergegangen. Super, ich mache weiter. Nochmal zu dieser Folie. Wir haben also versucht, die Nichtradfahrenden zu klassifizieren. Und da hat es insgesamt 3 Typen gegeben, die man hier gut herausfiltern konnte. Und ich stelle jetzt mal den ersten Typ vor, Typ 1. Wir haben die mal beinahe Radfahrerinnen genannt. Das sind also Personen in unserer Gruppe der Nichtradfahrenden, die das Radfahren für sehr praktisch halten, die denken, dass Radfahren schnell und kostengünstig ist, die aber selbst mangelnde Erfahrung haben mit dem Radfahren, oft aus fahrradfernen Umfeldern stammen und auch nur begrenzte Fahrradfähigkeiten haben. Ja, also das sind Personen, die sind dem Radfahren gegenüber positiv eingestellt, haben aber eingeschränkte Fahrradfähigkeiten und kommen aus sehr fahrradfernen Umfeldern, haben also insgesamt auch ein positives Bild von der Radinfrastruktur. Insgesamt ist das ein bisschen über ein Viertel der Nichtradfahrenden in unserer Stichprobe. Hier ist vielleicht wichtig auch für Kommunalpolitiker und Kommunalpolitikerinnen, dass wir diese Gruppe für leicht motivierbar halten. Dass es hier aber verschiedene, sage ich mal, Tools geben sollte, um eben diese Gruppe zum Radfahren zu animieren. Also zum einen die Frage, ja, gibt es Bildungsangebote, Experimentierangebote, unter anderem auch im Kontext von Lebensereignissen. Also ganz klassisches Beispiel, gibt es Experimentierangebote für Neubürgerinnen und Neubürger, die also einen Umzug gerade vollzogen haben, zum Beispiel nach München, und die dann eben
zum Beispiel im Rahmen des Neubürgerinnenpakets Experimentierangebote bekommen, wo sie also den ÖV ausprobieren können oder eben konkret hier das Radfahren ausprobieren können. Das können also Radfahrkurse sein, das können auch Möglichkeiten sein, zum Beispiel mal ein Lastenrad auszuprobieren. Das können auch Kurse sein, die da angeboten werden. Hier ist auch wichtig für diese Gruppe, diesen Typ 1, die beinahe Radfahrerin, dass also Fahrradbesitz und Verfügbarkeit gesteigert werden sollten. Das kann man also zum Beispiel auch durch Sharing-Angebote, denke ich, hier sehr gut umsetzen. So, der Typ 2 ist also ein Typ, der sich weniger gut motivieren lässt. Diese Gruppe haben wir mal die RadskeptikerInnen genannt. Das sind also Leute, die das Radfahren durchaus als praktisch ansehen, aber für recht gefährlich halten. Und ganz wichtig, die oft sehr negative Einstellung gegenüber der bestehenden Radinfrastruktur haben. Die halten also die Radinfrastruktur für unzureichend, geben auch Sachen an, wie zum Beispiel das Wetter als Hinderungsgrund. Das ist eine recht große Gruppe, 42% in unserer Stichprobe. Und die haben wir als möglicherweise motivierbar eingestuft. Was hier sehr wichtig ist, dass man offensichtlich die Infrastruktur verbessert. Das kann also für den fahrenden Verkehr als auch den ruhenden Radverkehr konstatieren und natürlich auch solche Aspekte wie Sicherheit hier eine Rolle spielen. Und was auch ganz effektiv hier sein könnte, ist also, wenn man den Radverkehr in der Kommunikation auf lokaler Ebene zum Beispiel sehr stark priorisiert. Also hier haben wir Leute, die sind wenig überzeugt, dass das Radfahren praktisch spielt, die also auch die Radinfrastruktur für sehr unsicher zum Teil und sehr unzureichend halten. Und das ist also eine sehr große Gruppe. Typ 3 sind dann die sogenannten Radverweigerinnen. Das sind also Leute, die Radfahren für komplett unpraktisch, anstrengend und gefährlich halten. Die stammen oft auch aus sehr fahrradfernen Umfeldern, Diese Personen leiden auch zum Teil unter körperlichen Einschränkungen, beziehungsweise beklagen sich auch über mangelnde Fitness und haben zum Teil auch sehr schlechte Fahrfähigkeiten. Und das ist also ein Drittel der Nichtradfahrenden in unserer Stichprobe, die sich also als Typ 3 einordnen lassen. Und diese Gruppe halten wir besonders schwer motivierbar. Und hier bräuchte es also tatsächlich ein Maßnahmenspektrum. Ich wiederhole noch mal kurz. Das ist also die dritte Gruppe mit 33%, die wir für sehr schwer motivierbar halten. Und hier braucht es also ein breites Maßnahmenspektrum aus Infrastrukturmaßnahmen, Sicherheit, aber auch Bildungsangeboten und hier auch die Fahrradbesitz- und Verfügbarkeitsaspekte, die wieder eine große Rolle spielen. Hier also mal eine Übersicht über mögliche Barrieren, die wir also feststellen konnten. Nochmal zusammenfassend, also immer wieder Zweifel an der Zweckmäßigkeit des Fahrrads. Wenn man dagegen steuern könnte, indem man also die Zweckmäßigkeit des Fahrrads zeigen kann und überzeugend darstellen kann, ist da, glaube ich, auch schon viel erreicht. Der Fakt, dass viele dieser Personen aus fahrradfernen Umfeldern stammen, da muss man eben schauen, inwieweit man mit Bildungsangeboten auch vielleicht ganze Familien erreicht und über Generationen hinweg denkt. Der Radbesitz ist ein Thema, der eine große Rolle spielt. Da müsste man also schauen, könnte man also auch Sharing-Angebote hier stärker besetzen und auch stärker bewerben. Ein wichtiges Thema noch, was auch in unseren Interviews zum Tragen kam, ist die Frage, inwieweit auch Kosten des Radbesitzes und der Reparatur gestiegen sind. Das ist also für einige Nicht-Radfahrende auch eine Barriere, steigende Kosten und natürlich auch wahrgenommene und tatsächliche Infrastrukturmängel jeder Art. Also sowohl was die Radverkehrsinfrastruktur für den fließenden Verkehr angeht, aber eben auch die Frage von Abstellmöglichkeiten. Gleichzeitig ergeben sich eben also auch Chancen aus diesen Unterschieden zwischen den verschiedenen Gruppen von Nichtradfahrenden. Ganz wichtig natürlich auch Maßnahmen jenseits von Infrastrukturverbesserungen,
Bildungsangebote, gezieltes Werben fürs Radfahren, Verbesserung des Images. Das ist ganz wichtig. Also das Verkehrsmittel muss im Mittelpunkt stehen und die Zweckmäßigkeit des Verkehrsmittels. Und auch sehr interessant, man kann sich also auch bestimmte Lebensereignisse, da spreche ich auch gleich nochmal kurz dazu, zunutze machen, um also hier sogenannte Gelegenheitsfenster zu nutzen, um neue Mobilitätspraktiken zu etablieren. Also ein Umzug zum Beispiel ist ein ganz geeigneter Punkt in der Biografie von Menschen, um vielleicht auch neue Mobilitätspraktiken wie das Radfahren auszuprobieren. Neue Arbeitswege auszuprobieren. Und da kann man sich also auch auf kommunalpolitischer Ebene, denke ich, diese Lebensereignisse zunutze machen. Und klar auch der Infrastrukturausbau. Nochmal zum Thema Lebensereignisse, hier nochmal zwei Grafiken für Sie, damit Sie auch mal sehen können, was sind denn eigentlich so Lebensereignisse, die hier eine Rolle spielen. Und ganz spannend, es gibt also Lebensereignisse, die bei manchen Leuten zu einem Anstieg des Radfahrens führen und bei anderen geht es eher nach unten. Also auf der linken Seite von mir aus geht es nach unten und auf der rechten Seite nach oben. Und dann sehen Sie, da sind dann einige Lebensereignisse, die sind auf beiden Seiten vertreten. Also bei manchen führt der Umzug zu einer Reduzierung des Radfahrens und bei anderen geht es nach oben. Ja? Bei manchen führt der Jobwechsel zu einer Reduktion, bei anderen geht es nach oben. Also das sind ganz wichtige Punkte. Auch der Renteneintritt, ganz spannend, ist tatsächlich ein signifikantes Lebensereignis, was also zu Veränderungen in der in Mobilitätspraktiken führen kann, sowohl nach oben als auch nach unten. Also wir haben zum Beispiel auch in Interviews feststellen können, dass manche Personen angeben, dass eben der Eintritt ins Rentenalter und vielleicht auch das Eintreffen von Enkeln in der Familie dazu führt, dass sie wieder mehr Radfahren oder das Radfahren auch selbst wieder anfangen, damit sie auch ihren Enkeln zum Beispiel das Radfahren beibringen können. Also diese Biografien gibt es durchaus auch. Fest steht, dass sich also um Lebensereignisse herum sehr viel tut. Ja, nach oben und nach unten ist sehr viel Dynamik hier drin. Und das Gleiche kann man auch für die Mobilitätsmeilensteine im Leben von Menschen sagen. Also hier die Verfügbarkeit von einem Auto, aber auch die Verfügbarkeit von Fahrrädern kann also einen großen Einfluss haben. Die Autonutzung, wenn die möglich wird, sehen Sie auf der linken Seite, geht's Radfahren natürlich oft nach unten und auch die fehlende Verfügbarkeit von Rädern. Das sind also wenig überraschende Ereignisse, aber insgesamt ist es auch interessant zu sehen, dass es bestimmte Mobilitätsmeilensteine gibt, die auch das Radfahren steigern, die vielleicht auch nicht unbedingt so intuitiv sind. Also es gibt durchaus auch Leute, die obwohl sie jetzt ein Auto zusätzlich haben oder Autonutzung möglich wird, trotzdem noch mehr Radfahren und das eben kombinieren in multimodalen Mobilitätspraktiken im Alltag. Also Radfahren und Auto in Kombination zum Beispiel auch nutzen. Also das ist auch durchaus eine Möglichkeit. Auch hier wieder so bestimmte Dynamiken, die man sehen kann, um diese Mobilitätsmeilensteine herum, also oft auch was die Verfügbarkeit von Verkehrsmitteln angeht. Jetzt nochmal einige Kernpunkte. Also wichtig, Nicht-Radfahrende besitzen oftmals kein funktionierendes Fahrrad. Die zweifeln oft an der Zweckmäßigkeit des Radfahrens und stammen häufig aus fahrradfernen Umfeldern. Das sind also die drei wichtigsten so Take-Home-Messages, Punkte, die hier nochmal zu erwähnen sind. Die bestimmte Lebensereignisse oder Mobilitätsmeilensteine können also wirklich Wendepunkte in der Mobilitätsbiografie sein und die können auch Gelegenheitsfenster sein, dass Leute aufs Rad steigen oder wieder aufsteigen. Ganz wichtig. Und das kann man sich, denke ich, auf kommunaler Ebene auch zum Teil gut nutzbar machen. Und natürlich trotzdem auch die strukturellen Faktoren, die ich vorhin erwähnt habe. Also es braucht eine nachhaltige Fahrradkultur durch passende und sichere Infrastruktur und eben auch durch lebenslange Mobilitäts- und Fahrradbildungsangebote, ja, die also besonders auch die Zweckmäßigkeit des Radfahrens betonen. Das ist ganz zentral und ich denke, dass gerade in dem letzten Punkt also noch viel Luft nach oben ist, was gerade Angebote angeht. Natürlich sehen wir ganz tolle Angebote, die auch von verschiedenen Gruppen angeboten werden. Ich denke an Donna Mobile in München zum Beispiel, also Radfahrkurse für geflüchtete Frauen oder natürlich der ADFC, der hier auch sehr viel Arbeit leistet, um Fahrradbildung, Bildungsangebote anzubringen. Und auf der anderen Seite natürlich dann auch Lücken. Also wir sehen es sehr, sehr schön im Kontext Schule. Da sind wir auch zum Beispiel von den Schoolbikers in Bayern immer wieder darauf verwiesen worden, dass da noch viel mehr Möglichkeiten wären, das Radfahren in Schulen
stärker zu fördern, auch Schulkindern immer wieder die Möglichkeiten zu geben, Radfahren auszuprobieren, ihre Radfahrfähigkeiten zu verbessern, auch im Verkehr sicher zu fahren und das eben auch über die gesamte Schule hinweg zu tun, eben nicht nur in der vierten Klasse, wenn dann der Radelführerschein ansteht, sondern eben auch über verschiedene Lebensphasen hinweg im Kontext Schule viel mehr für die Mobilitätsbildung zu tun. Wie geht es bei uns weiter? Vielleicht nochmal ein kurzer Ausblick für Sie. Wir möchten also auch weiter zu diesen Themen forschen. Wir sind sehr daran interessiert, die Diversität der Nichtradfahrenden weiter zu erforschen, auch Fragen von Kindern und Jugendlichen und deren Einstellungen zum Radfahren. Gender-Aspekte müssen hier näher beleuchtet werden. Auch die Frage, inwieweit Menschen aus verschiedenen Mobilitätskulturen stammen und das sich dann auch also auf das Radfahren oder Nichtradfahren überträgt. Und ganz zentral für uns auch die Schule als wichtiger Ort der Mobilitäts- und Fahrradbildung zu sehen und das auch zukünftig stärker zu beforschen. Und für uns ganz zentral natürlich auch, was passiert mit Mobilitätsbiografien in Krisenzeiten, wie zum Beispiel der Corona-Pandemie. Ist das vielleicht auch ein Gelegenheitsfenster für die Verkehrswende? Natürlich gibt es ganz viele Nachteile, die in diesen Krisenzeiten entstanden sind, aber es gab ja schon immer auch wieder positive Signale, was den Radverkehr angeht. Und da kann man also auch schauen, denke ich, längerfristig, inwieweit sich also auch Fahrradpraktiken hier halten, auch nach der Pandemie. Jetzt hier zum Abschluss noch ein bisschen Literatur für Sie, wenn es interessiert. Und ganz wichtig, unsere Website, also muck-mobilities.de. Da finden Sie also unsere Forschungsergebnisse nochmal im Rahmen eines kurzen Films präsentiert. Und auch natürlich ganz wichtig, einen Handlungsleitfaden zum Download, wo Sie also die wichtigsten Aspekte, die ich heute hier angesprochen habe, nochmal ausführlicher behandelt sehen und wo Sie also auch ganz konkret, wenn Sie auf kommunaler Ebene tätig sind, Handlungsempfehlungen rausziehen können, die man vielleicht dann vor Ort sehr gut in die Praxis umsetzen kann. Also dieser Handlungsleitfaden war auch ganz konkret für zum Beispiel Politiker auf Kommunalebene angelegt. Ja, und ich beantworte natürlich sehr gern Fragen zum Handlungsleitfaden, aber auch zum Forschungsprojekt an sich und ja, freue mich jetzt schon auf die Fragen. Vielen Dank. Ja, super, vielen herzlichen Dank, liebe Henrike. Vielleicht können wir es ja riskieren, dass du nochmal das Bild anmachst. Genau, dass wir dich auch wieder sehen können. Vielen herzlichen Dank. Ich Ja, wunderbar. stelle mir tosenden Applaus vor im Saal. Die Präsentation fand ich super spannend. Danke auch für deine Gelassenheit im Umgang mit den technischen Schwierigkeiten. Es war manchmal ein bisschen abgehackt und ein paar kleine Lücken waren drin, aber ich denke, man hat es gut verstanden. Wir haben ja auch die Präsentation immer gesehen, sodass dass man es sehr gut verfolgen konnte. Ja, danke auch ans Auditorium, dass ihr für die technischen Schwierigkeiten nicht uns schimpft, sondern die schlechte Digitalisierung in Deutschland und die schlechte Breitband- und Internetqualität im Land. Solche Rückmeldungen haben uns erreicht. Vielen Dank an alle dafür. Wir starten in die Fragen. Es sind einige Fragen schon eingegangen. Ihr könnt natürlich noch weitere Fragen jetzt eingeben und stellen. Ich frage jetzt als erstes mal die Henrike. Hörst du mich? Funktioniert der Kommunikationskanal in diese Richtung? Können wir dir die Fragen Ja. so stellen? Ja, also ich höre dich meistens, es sind immer mal Unterbrechungen, vielleicht wäre es über den Chat tatsächlich besser. Ja, das ist, ich glaube, also wenn man mich gut hört, ich kann den Chat sehen, dann wäre es vielleicht auch über den Chat noch eine gute Variante. Ja. Wir versuchen es mal. Wir versuchen es mal, was halt noch eine andere Variante wäre, wenn du dich telefonisch zusätzlich einwählst über die Nummer, die du mit dem Zugangslink bekommen hast. Das müsste in dem E-Mail drinstehen, in dem du geklickt hast auf Teilnehmen. Dann müsste eigentlich das ziemlich gut funktionieren. Dann bist du quasi doppelt drin, auch mit einem zweiten Audiokanal und könntest dich hier stumm schalten. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Du könntest es ja mal versuchen und ich ziehe eins Also vor. jetzt gerade funktioniert es sehr gut. Vielleicht kann man es Gut, probieren, Markus. okay, dann Ja. probieren wir es. Ja, wunderbar, dann probieren wir es, aber das wäre der Notfallplan. Vielleicht hält es ja noch eine Viertelstunde. Genau. Also zum einen fand ich sehr persönlich, wir starten mal mit einer eigenen Frage. Zum einen fand ich es total spannend, dass du erwähnt hast, dass die keine signifikanten Unterschiede zwischen Stadt und Land festgestellt habt. Weil im Landtag, wenn wir diskutieren,
höre ich regelmäßig aus der CSU und von den Freien Wählern, ja, ihr mit eurem Radl, das seid ihr Münchner da drin und ihr Großstädter. Und bei euch ist das ja vielleicht nett, da sind es ja kurze Wege, denn da ist es Brettl eben, da kann man ja schön fahren. Aber bei uns auf dem Land, da ist ein Radl ja totaler Blödsinn, völlig überflüssig. Ja, damit können wir nichts anfangen. Vielleicht zum Baggersee oder so, also zum Badesee. Aber mit der taucht es nicht so. Das ist etwas pointiert und etwas zugespitzt, sozusagen so der O-Ton, den wir immer aus der CSU hören, auch über Zwischenrufe im Landtag, wenn man spricht. Und dass du das eben sagst, da ist kein signifikanter Unterschied. Das finde ich total spannend. Wenn es da Zahlenmaterial gibt, dann wäre ich da hoch interessiert, aber das können wir auch im Nachgang klären. Das muss jetzt nicht sein, aber wenn du noch irgendwas dazu spontan hast, kannst du das gerne aufgreifen. Meine eigentliche Frage ist noch einmal eine andere, und zwar zeigt, wo du sagst, dass die Nutzungs- oder die Geeignetheit von sehr vielen Leuten dann doch eher im Freizeitbereich gesehen wird und noch nicht so im Alltagsbereich. Und wir wollen ja gerade im Alltagsbereich die Verkehrsverlagerung, um Staus abzubauen und so weiter und Alternativen zum Auto zu bieten. Wie siehst du solche wie siehst du die Notwendigkeit von Kommunikation und von Events? Zum Beispiel wie das Stadtradeln. Wir haben viele Leute, auch aus eigenen Reihen, die dann sagen, na ja, das Stadtradeln ist ja ganz nett, aber dann setzt sich der Bürgermeister aufs Pressefoto und da steht so da, als würde er Radverkehr machen. Ja, das kann man so sehen. Ich meine aber, dass es halt dazu beitragen kann, dass mehr Leute es einfach mal ausprobieren und dass es ein positives Image bekommt. Was denkst du, wie wichtig ist Kommunikation, Events, Veranstaltungen, die das Rad einfach toll darstellen? Ja, vielleicht erstmal noch zum ersten Teil deiner Frage, Markus, Stadt-Land-Unterschiede beziehungsweise die fehlenden Stadt-Land-Unterschiede. Ich finde, da hat auch in der Debatte ums Radfahren eine unnötige Polarisierung stattgefunden, dass immer gesagt wurde, ja, das Radeln ist was für urbane Leute, die auch vielleicht ihre Kinder gleich noch mit einem Lastenrad zur Kita bringen und so weiter. Man hat ja so ein gewisses Image im Kopf und das ist irrelevant. Landbevölkerung in Anführungsstrichen. Also prinzipiell erstmal ist diese Stadt-Land-Unterteilung sowieso schwierig, wenn man sich auch gerade die und Umgebung anschaut. Prinzipiell ist es aber auch wichtig zu sagen, auf dem Land gibt es genauso viele Personen, die haben Mobilitätsbedürfnisse, die sind die können halt nicht abgedeckt werden durch die bestehende Infrastruktur. Und das Radfahren ein ganz wichtiger Punkt, der also dazu beitragen könnte, dass Leute mobiler werden. Klassisches Beispiel sind Jugendliche, die also noch keinen Führerschein haben und die also praktisch entweder mit dem Elterntaxi überall hingebracht werden müssen oder eben immobilisiert werden dadurch. Ja? Und da gibt es auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Und das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ja, man muss, denke ich, Radverkehr auch über Generationen hinweg und für verschiedene Altersgruppen denken. Und da gibt es also eine Überschneidung Stadt-Land und eben auch verschiedene Altersgruppen. Ganz wichtig. Ja, das Image des Radfahrens zu stärken, da gibt es, denke ich, ganz verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Und die sage ich mal, die greifbarsten sind natürlich vor Ort durch Radl-Events, wo Leute eben auch mal Sachen ausprobieren können. Ja? Das haben wir in anderen Forschungsprojekten auch sehr gut gesehen. Also da reicht manchmal ein Ereignis und einen Tag mal, wo man was ausprobiert, wo man sehen kann, okay, das funktioniert für mich. Ja? Also das kann eine Erkundungsfahrt sein. Ja, ich habe von uns gerade die Broschüre von oder den Jahresbericht von Green City gelesen. Ja, diese Idee, dass man eben mal eine Route abfährt und Leuten also zeigt, das ist machbar. Ja? Da kommen sie auch vielleicht auf Arbeit an und sind nicht vollkommen verschwitzt. Oder es ist einfach leichter zu reiten, als man denkt. Also dieses Ausprobieren, Experimentieren ist ganz zentral. Und wenn man da Möglichkeiten schaffen kann, denke ich, ist das auf jeden Fall zielführend. Ganz wichtig, auch Eltern sind oft besorgt, was die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr angeht. Auch da sind Angebote total wichtig. Ja, das ist also nicht nur der Radlführerschein in der vierten Klasse auf dem geschützten Schulhof ist, sondern dass man versucht, eben auch dieses Radfahren im Verkehr mit Kindern zu trainieren, auch immer wieder Eltern bestärkt, dass es machbar ist. Das sind ganz wichtige Maßnahmen, die man noch viel stärker mit einbeziehen könnte. Ja, und insgesamt auch, wie gesagt, diese Machbarkeit, die Zweckmäßigkeit zu betonen, dass es eben nicht nur ein Freizeitverkehrsmittel ist, sondern eben auch für Besorgungen zum Beispiel genutzt werden kann. Ich meine, jeder kann sich einen Rucksack auf den Rücken setzen und trotzdem noch Rad fahren, aber es
ist immer diese Barriere, dass man sagt, ich gehe jetzt einkaufen, ich habe zu viel zu tragen, Radfahren fällt aus. Ja. Gut, super. Ja, vielen Dank für deine Antworten, liebe Henrike. Dann übergebe ich jetzt an den Fabian und ich hoffe, dass du ihn genauso gut verstehen kannst. Ja, das hoffe ich auch. Ich habe versucht, einige Fragen zu bündeln und würde gleich mal noch mit quasi technischen Rückfragen, vor allem zu den Studienvorgehensweisen starten. Denn gerade die Hindernisse betreffen, die viele als Hinderungsgrund vorgeben, wie jetzt gerade zu schwer zu tragen, es fehlen die Radwege, es fehlt die Infrastruktur. War die Frage, ob vorwiegend die Motive und die Einstellung dazu, also die Hindernisse oder Ausreden erfragt wurden, oder ob tatsächlich auch die Verhaltensänderungen erforscht wurden, wenn die Umstände und Aspekte entsprechend verbessert wurden? Das wäre die eine Ja, Frage, die also nächste. wir konnten also keinen lang. Entschuldigung, ja. Ist okay. Ich starte damit. Ansonsten würde ich in Zukunft Ja, bündeln. ich beantworte mal die Frage, genau. Wir haben also kein Längsschnittmodell gehabt. Wir haben also Personen zu einem Zeitpunkt befragt und haben also auch keine konkreten Fragen jetzt zu der Kopplung Infrastrukturverbesserung und Radfahren aufnehmen oder wiederaufnehmen jetzt gezielt gestellt. Was wir wissen aus einem anderen Forschungsprojekt, aber auch aus Radaktiv, ist, die Wahrnehmung von Infrastruktur spielt eine große Rolle. Da geraten wir auch leider immer wieder in interessante Diskussionen mit Leuten, die sich also sehr für Sicherheit im Radverkehr aussprechen und das infrastrukturell lösen wollen. Und da ist ganz klar zu erkennen, dass Nicht-Radfahrende Gefahren sehen an Stellen, wo passionierte und sehr befähigte Radfahrer keine Probleme sehen. Ja, und das ist halt auch wieder die Frage, für wen baut man Infrastruktur und wie wird das auch dargestellt? Ja, und ich denke, da sind auf jeden Fall ist auch so Lücken entstanden, wie kommuniziert man Verbesserungen in der Infrastruktur? Da wird also oft davon ausgegangen, es handelt sich um eine kompetente Radfahrerin, einen kompetenten Radfahrer, der relativ zügig von A nach B kommen will. Da finden wir weniger Verweise. Fühlen. Personen, die wenig Erfahrung mit Stadtradeln haben und erstmal da sich sozusagen annähern müssen. Und das, denke ich, ist ein Teil der Infrastrukturentwicklung, das könnte man noch stärken und das auch anders kommunizieren. Oft sind das dann so Diskussionen oder Hindernisse. Und das ist natürlich wichtig, aber wichtig ist auch insgesamt an die Gruppen zu denken, die halt weniger gut mit dem Rad unterwegs sind und dass für die auch Möglichkeiten bestehen, besser zu werden und ihre eigenen Fähigkeiten zu verbessern. Und das ist halt beim aktuellen Stand der Infrastruktur zum Teil nur schwer möglich. Also wenn man sich mit vielen Fußgängern den Fußweg teilt, ist das für Nicht-Radfahrende oder gerade mal beginnende RadfahrerInnen oft ein großer Stressfaktor. Zum Beispiel. Ja. Okay. Tatsächlich habe ich auch so zwei Fragegruppen. Die eine, die immer sehr stark in die Umstände, Topografie, Infrastruktur geht. Die andere sehr stark in diese Punkte von, um bei den Kindern zu beginnen. Vieles wurde ja in den letzten Folien auch teilweise schon beantwortet und jetzt auch in der letzten Antwort auf die Frage, wie Kinder dabei unterstützt werden können, so wie beim Schwimmen zu lernen, das Radfahren zu lernen, was da die Motivationsfaktoren sind. Und auch ganz spannend, vorhin war ja auch Donna Mobile angesprochen, im Kontext von Zuwanderung, also sowohl Arbeitsmigration als auch Migration aufgrund von Fluchtursachen, inwiefern man hier in der Radverkehrsförderung besonders Rücksicht nehmen, darauf eingehen kann. Gibt es da vielleicht einfach gerade noch einige Tipps Ja. dazu? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, da sind wir erst am Anfang und ich habe es vor uns mal kurz angesprochen. Auf der Forschungsebene sind große Lücken in der Literatur, was zum Beispiel das Thema bei Personen mit Migrationshintergrund, bei geflüchteten Personen und so weiter angeht. Ja, da wissen wir noch viel zu wenig. Und natürlich auch immer wieder diese Wahrnehmung, Leute haben andere Probleme im Leben, als jetzt das Radfahren zu erlernen oder sich dem Radfahren zu widmen. Aber wenn man mal schaut, was das für Potenziale in sich birgt, ja, Arbeitsmarktchancen, einfach die Möglichkeit, unabhängig mobil zu sein, ja, Teilhabe an bestimmten gesellschaftlichen Ereignissen, das kann man schon mit dem Radfahren fördern. Und ich denke, da müsste mehr getan werden.
kann. Und wie gesagt, ich bin sehr beeindruckt, zum Beispiel von den Arbeiten von Donna Mobile, die also ausgezeichnete Kurse jedes Jahr, über 100 Kurse anbieten, um eben genau diesen Zielgruppen, die also bisher eher am Rande der Radfahrinfrastruktur und Förderungsdiskussion waren, eben eine Chance zu geben, das zu erlernen. Und es ist auch interessant dann zu hören, was da auch zum Teil für Probleme entstehen. Ja? Ob das nun Angst ist, ob das Unsicherheiten sind im Umgang mit technischen Aspekten und so weiter. Dass da vielleicht auch aus der Familie immer wieder das Signal kommt, ja, das eigentlich solltest du das nicht machen. Ja, also das sind so ganz, ganz wichtige Themen und ich denke, da muss man sich viel mehr damit befassen. Wir haben Stadtteile in München, wo Personen mit Migrationshintergrund über ein Drittel der Bevölkerung ausmachen. Den Mobilitäts in Deutschland Bericht, da wird deutlich, dass 4 von 10 Haushalten in München kein Auto besitzen. Ja, für diese Gruppen, denke ich, muss es viel mehr Möglichkeiten geben, eben Alternativen zu finden und auch mobiler zu werden. Und das Rad ist da ideal. Das ist doch immer noch eine niedrigschwellige und kostengünstige Variante, mobil zu sein. Ich habe noch mal eine Gruppe, die in die Richtung des Forschungsdesigns geht. Tatsächlich ist die Frage, inwiefern die E-Mobilität Radfahrende weiterhin zu Radfahrenden macht oder sind sie plötzlich als motorisierte Klasse irgendwie separat zu werten? Macht das einen Unterschied oder wird das jetzt neu anders erfasst? Die zweite Frage war der Zusammenhang zwischen Geschlecht und Alter in der Nutzung des Fahrrads. Also einerseits, ab wann zählt man denn als ältere Fahrradfahrende Person? Und ob sich das quasi diese Verteilung nach Männern und Frauen, um jetzt mal in diesem binären Schema zu bleiben oder anderen, eine Unterschied auf das Nutzungsverhalten ausführt. Es gibt ja immer diesen Vorwurf, dass Männer haben in der Vergangenheit als Verkehrsplaner vorwiegend Verkehr für männliche Bedürfnisse, Arbeitswege und anderes designt. Inwiefern spielt das auch beim Radverkehr eine Rolle? Und die dritte Frage in dem Kontext, wie sehr der Faktor Entfernung tatsächlich einen Unterschied gemacht hat bei der Bewertung des Arbeitswegs oder bei der Eignung des Arbeitswegs. Bitte. Ja, also vielleicht mal mit der letzten Frage anfangend. Diese Frage nach der Zweckmäßigkeit des Fahrrads, die haben wir jetzt nicht direkt an die Länge des Arbeitsweges gekoppelt. Natürlich gibt es Personen, die können den Arbeitsweg nicht mit dem Fahrrad zurücklegen, weil er einfach inzwischen viel zu weit ist. Wir sehen ja die Pendlerstatistiken für Deutschland und sehen da sehr gut, dass das also zum Teil zunimmt. Je nachdem, auf welche Stadt man schaut oder welches Bundesland. Aber der Trend ist da und das ist natürlich wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich diese E-Bike-Revolution gesehen, wo also auch längere Wege relativ problemlos zurückgelegt werden können oder könnten. Also da ist auch ein Gegentrend zu erkennen. Das ist, denke ich, schon mal ein ganz wichtiger Faktor. Die Frage nach Geschlecht oder also genderspezifische Infrastruktur oder dieser Vorwurf auch, dass auch Radinfrastruktur von Männern für Männer gebaut wurde, da muss man schon sagen, da sind gewisse Aspekte, da trifft das zu. Auf der anderen Seite ist es auch nicht so schwarz-weiß zu sehen. Ja? Man muss einfach auch schauen, also da gibt es auch andere Faktoren, die eine Rolle spielen. Es ist zum Beispiel aber oft so, dass also Frauen im Alltag, was Mobilitätspraktiken angeht, oft Wegeketten bauen, ja? Weil die also auch verschiedene Stationen anfahren, oft die Kinder wegbringen, also der Weg zur Schule oder der Weg zur Kita. Das wird ja oft von den Müttern gemeinsam mit den Kindern absolviert und dann geht es auf die Arbeit weiter. Das sind also dann schon mal ganz andere Gegebenheiten, als wenn man nur von zu Hause auf Arbeit fährt. Ja, und das muss man auf jeden Fall, denke ich, mit einrechnen. Das haben wir in anderen Forschungsprojekten gesehen, wo man sich auch immer wieder gewundert hat, wie so ein Homeoffice-Arrangement nicht dazu geführt hat, dass Leute ihr Zuhause bleiben komplett. Ja, Antwort, weil viele als ihre Kinder zum Beispiel zu Einrichtungen bringen mussten und eben das Haus verlassen haben. Und wenn man einmal unterwegs ist, kann man auch gleich noch an den Arbeitsplatz fahren. Also ganz spannende Themen. Was die Sicherheitswahrnehmungen angeht, gibt es auch starke Unterschiede. Das sehen wir in der Literatur immer wieder zwischen Männern und Frauen und aber auch dann drüber gelegt die Variable Fahrradfähigkeit. Wie sicher fühle ich mich als radfahrende Person?
ja, fühle ich mich unsicher, dann kann das nochmal zusätzlich diese Sicherheitsaspekte verstärken. Also da muss man genauer schauen. Ich glaube, es braucht einfach viel mehr Forschung, um auch zu verstehen, welche Untergruppen gibt es und wie kann man vielleicht Infrastruktur so konzipieren und auch, sage ich mal, bewerben, dass es eben für verschiedene Gruppen attraktiv wird. Das ist wichtig. Und zum Thema auch Autobesitz, beziehungsweise auch das mit der Mobilitätsmeilenstein, Führerschein. Es ist nicht unbedingt so, dass diese Mobilitätsmeilensteine eins zu eins zum Aufgeben des Radfahrens führen. Also wir können das nicht feststellen, dass ein bestimmtes Lebensereignis immer dieses Ergebnis hat. Aber natürlich sind die Chancen sehr groß, dass wenn jemand ein Auto vor der Tür stehen hat, dass er das dann auch nutzt. Und das sehen wir sehr gut zum Beispiel im Kontext des Lebensereignisses erstes Kind. Ja, viele Personen sind sehr unsicher, ob sie ihre Fahrradgewohnheiten weiter fortsetzen können, wenn sie ein kleines Kind zu transportieren haben. Ja, und da gibt es ganz tolle Experimentierangebote, kleinteilig in der Bundesrepublik Deutschland. Die haben uns ganz tolle Programme angeschaut, aus Heidelberg zum Beispiel, also Experimentierangebote für junge Eltern, die dann einfach mal mit dem Säugling in einem Anhänger mal gefahren sind, mal probieren konnten, funktioniert das für sie auch bei älteren Kindern verschiedene Sitze auszuprobieren auf dem Rad und so weiter. Da könnte ich mir vorstellen, also da könnte man viel mehr tun noch, damit eben solche Gruppen auch erreicht werden, die jetzt sagen, okay, ich habe jetzt ein Kind, ich fühle mich unsicher, kann ich weiter radeln. Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges Lebensereignis, was man da anschauen kann. Okay, vielen Dank davon, dazu schon mal soweit. Ich werde noch eine letzte Fragerunde mit kurzer Frage, kurzer Antwort machen Gerne. und dann wollen wir abschließen. Und zwar die Frage, inwiefern Ratentscheide und die öffentliche Diskussion hier hilfreich ist, auch die Menschen aufs Fahrrad zu bringen. Also gerade tatsächlich der Faktor der Diskussion, die Angebote nicht nur von der Stadt, sondern auch von der Zivilgesellschaft und der umgebenden Gesellschaft. Gerne auch so ein bisschen im Verhältnis zu den Faktoren, Infrastrukturen, Lebensereignissen. Danke. Ja. Also natürlich, ich habe es ja vor uns angesprochen, Radverkehrsförderung betrifft alle. Ja. Natürlich ist die Politik gefordert, natürlich es sind auch Akteure außerhalb der Politik gefordert. Ja. Unternehmen können viel mehr tun über ein betriebliches Mobilitätsmanagement, um den Radverkehr zu fördern. Ja. Das geht damit los, dass vorbildhaft vielleicht auch Leute im höheren Management mal mit dem Fahrrad gesehen werden. Das geht weiter mit vernünftigen Abstellmöglichkeiten am Arbeitsplatz. Das geht weiter vielleicht mit Angeboten wie Mobilitätsbudgets, wo eben auch das Fahrradfahren belohnt wird. Ja, wo eben nicht nur der Dienstwagen, das Dienstwagenprivileg im Vordergrund steht, sondern eben auch Fahrradfahren belohnt wird. Das sind also ganz wichtige Aktivitäten, die halt außerhalb der politischen Sphäre stattfinden können und natürlich ganz wichtig, und das wird ja oft auch getan, auf Stadtteilebene, in Quartieren gibt es ganz viele interessante Initiativen, um Radfahren zu fördern. Ja, ob das nun Bemühungen sind, dass man einen Schutzraum herstellt für Kinder. Ich denke an die Sommerstraßen zum Beispiel im Westend, ja, wo man eben auch sagt, hier sind mal Möglichkeiten für Kinder, das Radfahren vor der Haustür auszuprobieren. Ja, in ihrem gewohnten Umfeld. Das sind so ganz wichtige Initiativen, denke ich, die man fördern könnte und wo es sich auch lohnt, in Zukunft Geld zu investieren in derartige Maßnahmen. Ja, super. Vielen lieben Dank, liebe Henrike. Danke, Fabian, für die Sortierung und Einbringung der Fragen. Danke euch allen im Publikum. Für mich stellt sich noch eine ganz zentrale Frage. Allerdings werden wir die nicht heute Abend klären können, nämlich die Frage, wie wir den obersten bayerischen Nichtradfahrenden bekehren können. Nämlich, das scheint mir der neue bayerische Verkehrsminister zu sein. Ich habe ja schon eine Gelegenheit gehabt, ihn im Verkehrsausschuss kennenzulernen, was ich ihm hoch anrechne, tatsächlich ohne Ironie, dass er sich gleich dem Ausschuss und unseren Fragen gestellt hat, aber also eine hohe Begeisterung für den Radverkehr konnte ich und auch Kompetenz konnte ich dem noch nicht entnehmen. Da müssen wir noch dran arbeiten. Aber das können wir ja dann noch bilateral besprechen. Das war jetzt eher eine scherzhafte Anmerkung oder der Versuch desselben. Ich möchte noch die Gelegenheit nutzen, die vielen noch verbliebenen Anwesenden,
noch zu informieren über unsere letzten zwei Webinarangebote, die wir vor der Sommerpause haben werden. Wir machen nämlich bald Sommerpause mit den Webinaren. Nicht, dass der Landtag nichts mehr arbeitet, aber im Hochsommer abends ein Webinar macht, glaube ich, keinen Sinn. Deswegen machen wir jetzt nur noch zwei, bevor die warmen Biergartenabende kommen werden, hoffentlich. Nämlich, wir haben nach den Osterferien am 28.04. Ein spannendes Webinar, allerdings nicht zum Fahrradbereich, sondern zum ÖPNV-Thema, nämlich zum Thema innovatives Ticketing, einfache Tickets mit einem Wisch zum Ticket. Machen wir eine Veranstaltung mit einer Vertreterin der Stadtwerke Würzburg, nämlich Cornelia Hock, zusammen mit Helena Köfler von Fertig, von der Firma Fertig, die eben ein innovatives digitales Ticketing-System anbietet. Und am 10.5., 10. Mai, da bleiben wir nochmal beim Thema ÖPNV und begrüßen dann Frau Sinaida Cordes von den Stadtwerken München, die uns zeigen wird, wohin die Reise beim der Digitalisierung beim ÖPNV geht. Also nochmal ein Digitalthema beim ÖPNV, das ist auch ein ganz großes Thema in der Branche. Und da wollen wir uns mal anhören, was da passieren kann, welche Möglichkeiten es gibt. Und zwar nicht nur im Bereich der Stadtwerke München, die versuchen voranzuschreiten und voranzugaloppieren, sondern auch insbesondere bei den Möglichkeiten der Digitalisierung auf dem Land und auch in angrenzende Bereiche über den ÖPNV hinaus. Ich glaube, sehr spannende zwei Themen, die wir da haben am 28.04. und 10. Mai und würde mich freuen, wenn Sie und ihr alle wieder dabei seid. Die entsprechenden Einladungen gehen in Kürze raus und dann kann man sich wieder wie gehabt anmelden. So, damit wären wir am Ende des heutigen Abends, wie gesagt, wieder kompakt in circa einer Stunde. Wir haben auch die technischen Schwierigkeiten überbrückt. Dann nochmal vielen Dank für die Geduld, sowohl bei dir, liebe Henrike, als auch bei allen Zuhörenden. Aber es, glaube ich, war sehr, sehr spannend, sehr informativ. Wir konnten gut folgen, trotz der kleinen Unterbrechungen, die da waren. Die Präsentation wird an alle Angemeldeten versendet, wie immer, und auch die Aufzeichnung. Das Video, der Link zum Video. Vielen Dank, liebe Henrike, für den super Input, die hochspannende Studie und die Beantwortung aller Fragen. Ich wünsche euch allen gemeinsam einen schönen Abend und bis bald.